Hallo, Glück auf, herzlich willkommen. Morgen. Zu einem neuen Video. I'm gonna tell you right now, cause she's the one I'm thinking of. Hey. Für alle, die dem Ruhrgebiet noch fremd ist, kann man das so sagen? Denen das Ruhrgebiet. Okay. Also alle, die noch nicht hier waren, bei uns im Pott, wollen wir euch mal ein bisschen die Gegend von uns näher bringen. Ja, wir haben einen schönen Stellplatz aufgetan in Hattingen. Genau. Wo das genau ist, werde ich mal kurz einblenden auf der Karte. Direkt an der Ruhr. Es gibt hier zwei Stellplätze. Wir sind hier auf dem Wohnmobilstellplatz Landhaus Grumm. Der hat 28 Plätze. Kostet? Kostet 15 Euro. Duschen, glaube ich, 1 Euro. Strom, 50 Cent, 1 Kilowatt, kann das sein? Eine Kilowattstunde. Wir brauchen es nicht, aber... Genau. Blende ich unten ein. Kriege ich raus. Der Platz ist eigentlich sehr schön. Also was mich ein bisschen stört, ist dieser grobe Schotter hier. Ne? Also man läuft da so sehr schlecht drauf. Ne? Ja, ist Jammern auf hohem Niveau, ich weiß. Ansonsten gefällt uns dieser Stellplatz sehr schön. Der ist super. Vor allen Dingen auch der hintere Bereich. Wir stehen jetzt ganz hinten am Ende. Da ist ein Ausgang direkt zur Ruhr. Da geht ein Radweg lang. Ich meine, okay, das ist natürlich immer den tagsüber... viel Verkehr da, aber da kriegt man nicht viel von mit. Ja. Sehr schöne Radtour gemacht gestern. Ja, war eine etwas größere Tour tatsächlich. Und für alle die, die es interessiert, die habe ich über Komoot getunt, hätte ich bald gesagt. Designed? Wie gesagt, also heute habe ich aber auch, ehrlich. Wortfindungsstörung. War nichts gestern. Ja. Und wir müssen auch erstmal wieder ein bisschen reinkommen. Wir haben ja jetzt ewig keine Videos gemacht. Aber nichtsdestotrotz. Ich werde die Tour mal verlinken unten. Und da könnt ihr mal gucken, wie wir gefahren sind. Jo. Das war gestern, ne? Das war gestern, ja. Sehr heiß hier. Ja, das stimmt. Waren gestern noch lecker essen bei Di Mario. Ja, das ist kann man auch empfehlen. Unten im 800 Meter Anfang, von hier. Ja. Sanitäranlagen hast du gesagt, ist alles supi. Ja, die Sanitäranlagen sind einfach, sauber. Also sind bei den Damen zwei Toiletten, bei den Herren ist glaube ich eine Toilette und drei Pinkelpötte. Und die Duschen habe ich mir jetzt nicht angeguckt, aber es läuft alles über den Kot. Also... Nummern-Zahlencode, den man eingeben muss, um da reinzukommen. Nein, ansonsten ist hier soweit nichts. Also es gibt hier kein Kiosk oder Brötchenservice oder sonstiges. Ja, Landhaus Grumm, da kannst du auch noch was essen gehen. Genau, da kann man auch essen. Dann hast du hier noch für die Ruhe, auch am Landhaus Grumm, den Einstieg für ja, Kajak, Kanus, Subs. Nochmal ganz kurz, der Vorteil, Nachteil, könnt ihr selber beurteilen. Du kannst den Platz hier reservieren. Ja. Und wir sind ja am Samstagnachmittag gekommen, wir haben jetzt Montag. Wir haben jetzt ein bisschen Glück gehabt, dass wir noch einen Platz gefunden oder bekommen haben. Die haben hier aber noch so eine Ausweichwiese. Ne? Ja. Wobei ich sagen muss, wir haben uns am Samstag lange mit dem Besitzer hier noch unterhalten. Ein super netter Mensch. Danke an dieser Stelle für den Fall, auch, dass du das siehst. Muss ich auch einwerfen an der Rezeption. Man meldet sich vorne am Hotel an. Total nett und freundlich. Also sowas von auch freundlich. Super ausgeschildert. Also findet da gar kein Thema. Und auf der Wiese kann man auch noch stehen. Mhm. Allerdings ohne Strom. Genau. Das ist aber eine Riesenwiese. Das war früher mal ein Golfabschlag. Und also kann man sich vorstellen, ungefähr wie groß das ist. Von an wirst du bestimmt gleich noch zeigen. Da sind so vier so Holztonnen, die man wohl als
als mieten kann, Mietobjekt, ja, wie halt schon mal so auf so Campingplätzen, ne? So diese zusätzlichen Miethäuser, so wie so eine plattgedrückte Tonne sieht das aus. Ja, ist ganz nett. Fähr- und Entsorgung hast du auch noch, so einen Bodeneinlass und an dem WC hast du dann den Frischwasseranschluss. Ja, und ansonsten ist natürlich, du kannst hier super laufen, super Fahrrad fahren. Ja. Und wir werden gleich nochmal in Richtung Hochofen gehen. Das ist auch so ein Highlight, also ein Museum, LWL-Museum, glaube ich. Ne? Hattingen, die Altstadt, soll auch sehr, sehr schön sein. Wir wohnen hier um die Ecke. Und wir waren auch noch nicht. Und soll ja sehr schön sein, ne? Schauen wir mal. Ja, Fachwerkhaus und so, das gucken wir uns gleich auch noch an. Ja, ja. Und heute sind die Temperaturen erträglicher. Ja, ja. Ihr seht schon, ich sitze hier mit Jacke, weil wenn man hier draußen ist, jetzt schattig. Ja, wobei gestern im Schatten Fahrradfahren, Fahrtwind, das ging ja nicht ganz gut. Ja. Besser also als erwartet. Die Tour war wirklich, ich hatte erst ein bisschen Bedenken, weil ne, wir hatten ja gestern 33, 34 Grad. Und da war ich erst am Überlegen, ob wir überhaupt fahren. Aber die Tour ging wirklich ziemlich viel durch den Schatten und mit dem Fahrtwind war das echt gut. Ja. Bergauf, bergab. Ja. Schön. So, ja, wir werden jetzt gleich mal zu dem Hochofen fahren. Mhm. Der ist auch ungefähr 700 Meter weg. Altstadt. Auch nicht viel weiter. Und dann müssen wir wieder. Ja, komm, war ja auch nur ein Wochenende. Ja, das sind unsere Kurzwochenenden im Moment. Ja. Ja. Aber schön hier, kann man nochmal machen, finde ich. Ne? Unbedingt, also, unbedingt. Also ist tatsächlich eine Empfehlung. Vor allem, weil es für uns, sag ich mal, vorteilhaft ist, wenn du hier reservieren kannst, weil ich ja samstags immer noch arbeiten muss und wenn man dann samstags nachmittags erst hier anreist, ne, wie gesagt, das war am Samstag schon recht voll. Ne? Also es waren hier auf dem Hauptplatz nur noch zwei Plätze frei. Ja. Aber wir haben an sich haben wir einen schönen Platz. Wir stehen ganz am Ende oben. Ne? Ist schöner, als wenn du weiter unten stehst. Ja, finden wir. Also ein bisschen mehr Platz. Ne? Also. Aber ich denke mal auch durch die Reservierung. Ja. Macht mehr Sinn, dann auch direkt zu reservieren, damit man auch sicher ist. Weil wenn ja alles drin reserviert ist, ist es Feierabend. Ne? Es sei denn, du gehst dann auf die Wiese. Also wer autark stehen kann, kann auch super auf der Wiese stehen. Kein einzelner Baum. Kein Schatten. Ne? Also kein Baum, steht kein Busch, kein gar nichts. Hier hat man auf der einen Seite morgens Sonne und auf der anderen Seite. Achso, was ich auch noch vergessen habe. Das werde ich aber nicht zeigen, weil da werde ich jetzt nicht mehr hinlaufen. Minigolfplatz ist hier noch. Mhm. Und eine Skaterbahn ist hier auch noch. Jo. Also für alle, die sportlich angehaucht sind, wie wir. Ja, die werden auch noch auf ihre Kosten kommen. Jo. Nee, ansonsten super Platz. Wie gesagt, wir gehen jetzt in die Stadt. Die Bilder zeigen wir jetzt noch, vom Hochofen noch, von der Altstadt. So, also wenn es jetzt nicht gerade gleich regnet. Nein, das regnet erst heute Abend. Und mit den Bildern würden wir euch dann auch direkt verabschieden, oder? Genau. Dann sagen wir schönen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Bleibt sauber, macht's gut. Wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss. Bis bald. Tschüss. 'Kann man so oder so sehen, das Wörtchen nett. Ja, nett hier. Sehr nett. Daumen hoch.